Hey Leute, hier bin ich mal wieder, endlich. Hat eine Weile gedauert, aber ich habe hier in Seoul echt ziemlich viel um die Ohren. Ich lerne ganz viele neue Leute kennen und sehe ganz viele neue Sachen und es macht auch echt Spaß. Aber ich wollte euch noch ein Outfit of the Day zeigen hier, weil heute ist wieder total schönes Wetter. Wir hatten so ein bisschen kühleres Wetter jetzt zwischendurch, was eigentlich ganz entspannt mal war. Aber jetzt heute ist es auf einmal wieder ziemlich heiß. Und ich war auch ein bisschen einkaufen. Ich zeige euch jetzt heute ein paar von den Sachen, die ich neu habe. Aber ich denke, ich werde so gegen Ende meiner Reise nochmal so ein Collective Haul machen, wo ich dann so alles weitere zeige auf einmal, was ich so gekauft habe neu. Aber heute sind auf jeden Fall auch ein paar neue Sachen dabei. Okay, ich fange dann mal an mit dem, was ich oben anhabe. Und zwar ist es einfach nur ein ganz schlichtes H&M-Top und Hangtop. Und eine neue Kette, die ich euch gleich zeige. Ich zeige euch gleich den Schmuck nochmal. Ich habe so ein paar verschiedene neue Schmuckstücke gekauft. Das zeige ich euch alles am Ende. Aber wie gesagt, also einfach nur ein schlichtes, schwarzes H&M-Top. Kennt man ja wahrscheinlich jeder von euch eins von. Und jetzt seht ihr gleich mein Gesicht wahrscheinlich wieder nicht. Ich muss mal eben die Kamera nach unten schwenken, damit ihr meinen Rock betrachten könnt. Und zwar ist das der hier. Ich hoffe, ihr könnt es ganz gut sehen. Es ist so ein recht lockerer, roter Rock, der hier so an den beiden Seiten so lockere Taschen hat. Also ich kann da mit der Hand einmal ganz rein. Der schlägt so ein bisschen Falten und der hat so einen samtigen Stoff. Und zwar ist der von einem Laden, der Mixo heißt. Ich blende euch das mal gleichzeitig ein, Mixo. Und der hat mich total an Zara erinnert. Ich habe das auch der Verkäuferin gesagt, dass ich meinte halt, ich finde die Sachen total schön und dass es mich an Zara erinnert. Und dann meint sie, ja, das wird auch öfter der koreanische Zara genannt. Und ich bin da ganz zufällig drüber gestolpert über diesen Laden und dann natürlich gleich reingelaufen. Ups. Dazu ziehe ich jetzt heute, glaube ich, Flipflops an, weil ich habe noch so ein paar verschiedene Sandalen, die wahrscheinlich hübscher aussehen würden, aber ich laufe heute wahrscheinlich wieder viel und die Sandalen tun weh und so andere feste Schuhe sind zu warm. Also es werden einfach nur Flipflops, die ich jetzt nicht zeigen werde, aber es sind ganz langweilige, ganz normale Flipflops. Okay, dann zeige ich euch jetzt kurz meinen Schmuck, den ich dazu anhabe heute. Und zwar habe ich da ein paar neue Sachen gekauft. Es gibt in Korea, in Seoul, ein Forever 21. Das haben wir ja in Deutschland nicht, aber hier haben die den. Und ich wollte da schon, ich habe schon die ganze Zeit, also auch als ich noch in Deutschland war, habe ich vorgehabt, ich will unbedingt zu Forever 21. Und jetzt war ich da und ja, diese Kette hier ist eine Ausbeute von meinem Forever 21-Kauf. Und den kann man auch öffnen. Also man könnte da theoretisch auch was Kleines, ein kleines Mini-Bild reintun. Und jetzt, wie ihr jetzt schon in meiner Hand sehen konntet, habe ich auch noch einen Ring. Da habe ich so einen Pack gekauft, wo ein paar mehr Ringe dran waren. Hier ist noch einer. Ist ein bisschen kitschig vielleicht. Aber ich fand den irgendwie süß. Davon habe ich aber noch so vier weitere, die ich dann euch auch später nochmal das nächste Mal anzeige. Okay, heute muss ich leider, ich gehe jetzt gleich ins Café und treffe mich mit ein paar Freunden, ein bisschen ausruhen und vor allem ein bisschen Hausaufgaben nachholen und alles Mögliche. Und dazu brauche ich meinen Laptop und Stifte und alle möglichen Sachen. Deswegen muss ich eine größere Tasche nehmen. Aber ich zeige euch jetzt trotzdem eine, die ich hierzu total schön finden würde, total passend. Die habe ich auch neu. Auch von Mixo. Und steht hier von. Zwar ist das diese hier. Das ist so eine kleinere, etwas elegantere, die man auch zum Weggehen gut nehmen kann. Die würde ich dann entweder hier so einfach direkt auf der Schulter an die Seite tun oder ich würde sie sogar auch hier rüber hängen. So Kreuz, Crossbody Bag. Und man kann die auch, zeige ich das mal, man kann die hier auch, das kann man kürzer machen. So. Und dann kann man das sich auch so an die Seite hängen oder so ein bisschen höher tragen, aber ich fand die war super süß. Die hat dann hier so einen kleinen. So öffnet man die. Und dann zack. Und so.
Die hat 40.000 Won gekostet, was ungefähr im Moment bei 27 Euro steht. Also es ist nicht der billigste Laden jetzt für Korea, aber billiger als Deutschland, glaube ich. Also ich glaube, in Zara hätte genau dieselbe Tasche mehr gekostet. Ja, und als letztes noch, das nehme ich auf jeden Fall mit jetzt, wenn es abends ein bisschen kälter wird, was es schon wird, also ein ganz kleines bisschen, dann ziehe ich noch ein Cardigan drüber. Und zwar so ein Lang von Zara. So, den habt ihr auch schon ein paar Mal gesehen. Ich gehe jetzt noch einmal zurück und hoffe, dass es einigermaßen fokussiert ist, damit ihr alles einmal nochmal sehen könnt. Ja, das ist mein Outfit für heute. Sorry wegen dem, ist ein bisschen durcheinander, weil ich immer manuell hin und her fokussieren muss mit der Kamera. Also es gibt jetzt noch eine Sache, die ich euch ankündigen wollte oder erzählen wollte. Und zwar habe ich einen Vlog-Kanal geöffnet. Das ist jetzt schon eine Weile her. Ich hatte die Idee, für Korea eben so Vlogs zu machen und das festzuhalten und einfach auf die Art und Weise in Erinnerung zu behalten. Und bisher habe ich das eigentlich nicht so ganz so öffentlich gemacht, aber eigentlich dachte ich mir, dass es vielleicht den einen oder anderen von euch auch interessiert, was ich hier so genau in Seoul mache und was ich erlebe und so. Und daher werde ich in die Infobox den Link zu diesem Vlog-Kanal posten. Der heißt Rika Vlogs, eigentlich ganz einfach Rika Vlogs. Aber ich verlinke es hier, glaube ich, auch nochmal im Video und unten in der Infobox auch. Und dann könnt ihr da gerne hingehen und mal schauen. Also das ist das erste Mal, dass ich irgendwie versuche zu vloggen. Deswegen, ich weiß nicht, ist nicht professionell oder so, aber es macht Spaß. Und ich finde, es ist einfach eine super Art, die Erinnerungen festzuhalten und dann auch irgendwie ein bisschen schöner zu gestalten. Und ja, ach so, der ist aber auf Englisch, weil ich habe ja amerikanische Familie. Und ich wollte, dass meine ganze Familie und alle meine Freunde das verstehen können. Deswegen sind die ganzen Videos auf Englisch, nur damit ihr Bescheid wisst. Aber ansonsten hoffe ich, dass euch das Outfit gefallen hat. Und dann sehen wir uns entweder zum nächsten Outfit oder zum Collective Haul. Und ich wünsche euch viel Spaß mit den Vlogs, falls ihr die euch anschauen werdet. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!